Weiter geht es mit dem Oberkörper und dafür habe ich schon mal einen Fadenring angeschlagen und in diesen 6 feste Maschen gehäkelt. Solltest du nicht wissen, wie das geht, dann schau dir doch gerne Part 1 an. Dann wird nämlich jede Masche verdoppelt. Das heißt natürlich, in jede Masche kommen 2 feste Maschen. Dann wird jede zweite Masche verdoppelt. Das heißt also, in die erste kommt eine feste Masche, in die zweite kommen 2 feste Maschen. Und das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Dann wird jede dritte Masche verdoppelt und das heißt natürlich, in die erste kommt eine feste Masche, in die zweite kommt eine feste Masche und in die dritte kommen wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt häkelst du 5 Runden lang in jede Masche eine feste Masche, also 5 ganz normale Runden ohne Zunahmen oder Abnahmen. Dann nehmen wir jede dritte und vierte Masche ab. Das heißt, in die erste kommt eine feste Masche, in die zweite kommt eine feste Masche und in die dritte stichst du ein, holst dir den Faden, stichst in die vierte ein, holst dir den Faden und ziehst ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Also 1, 2, 3 und 4 zusammen. 1, 2, 3 und 4 zusammen. Dann wird jede zweite und dritte Masche zusammen abgenommen. Das heißt natürlich, in die erste kommt eine Masche und in die zweite stichst du ein, holst dir den Faden, stichst in die dritte ein, holst dir den Faden und ziehst ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Und auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Vergiss nicht ab und zu mal die Kugel auszustopfen mit Füllwatte. Jetzt wird jede Masche abgenommen, das heißt, du stichst in die erste ein, holst dir den Faden, stichst in die zweite ein, holst dir den Faden und ziehst den Faden durch alle 3 Schlaufen durch. Das wiederholst du bis zum Ende. Und wenn du am Ende angekommen bist, machst du eine Kettmasche. Das heißt, du holst dir den Faden, ziehst ihn durch die Schlaufe gleich durch, schneidest den Faden ab und fertig ist das Stück. Und fertig ist dein oberer Körper. Dann beginnen wir mit dem etwas größeren Unterkörper. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Da beginnst du wieder mit einem Fadenring und in diesen Fadenring hast du dann schon 6 feste Maschen gehäkelt. Dann geht es genauso los wie bei dem kleineren Körper. Und zwar verdoppelst du jetzt jede Masche. Das heißt, in jede Masche werden 2 feste Maschen gehäkelt. Dann wird jede zweite Masche verdoppelt. Das heißt natürlich, in die erste kommt eine feste Masche und in die zweite wieder 2 feste Maschen. Und das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Dann verdoppelst du jede dritte Masche und das funktioniert natürlich genauso wie vorher. In die erste kommt eine feste Masche, in die zweite kommt eine feste Masche und in die dritte kommen 2 feste Maschen. Und das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt wird jede vierte Masche verdoppelt und das heißt natürlich, in die ersten 3 kommen jeweils eine feste Masche und in die vierte kommen 2 feste Maschen. Dann verdoppelst du jede fünfte Masche, funktioniert natürlich genauso wie vorher. Dann wird jede sechste Masche verdoppelt und das ist die letzte Verdopplung. Funktioniert natürlich genauso wie vorher. Wenn du jede sechste Masche verdoppelt hast, dann häkelst du 8 Runden lang in jede Masche eine feste Masche.
Also 8 ganz normale Runden. Wenn du dann deine 8 Runden gehäkelt hast, dann nehmen wir jetzt Maschen ab. Und zwar als erstes jede 6. und 7. Masche. Das heißt, die ersten 5 Maschen werden ganz normal gehäkelt, in jede Masche eine feste Masche. Und die 6. und 7. werden zusammen abgenommen. Das heißt, du stichst in die 6. ein, holst den Faden, stichst in die 7. ein, holst den Faden und ziehst ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Und das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Dann wird jetzt jede 5. und 6. Masche abgenommen. Das heißt natürlich, in die ersten 4 Maschen wird ganz normal in jede Masche eine feste Masche gehäkelt. Und die 5. und 6. wird dann wieder zusammen abgenommen. Und auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Jetzt wird jede 4. und 5. abgenommen. Das heißt natürlich, die ersten 3 Maschen werden ganz normal gehäkelt. Und die 4. und 5. nimmst du dann zusammen ab. Und auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Jetzt wird jede 3. und 4. Masche zusammen abgenommen. Das heißt natürlich, die ersten beiden Maschen sind normal. Und die 3. und 4. nimmst du zusammen ab und auch das wiederholst du wie immer die ganze Runde lang. Jetzt kannst du schon mal ausstopfen und dann wird jede 2. und 3. Masche zusammen abgenommen. Jetzt nehmen wir jede Masche ab und das heißt natürlich, wir stechen in die 1. ein, holen uns den Faden, stechen in die 2. ein, holen uns den Faden und ziehen ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Und auch das machen wir jetzt die ganze Runde lang. Wenn du das hast, dann beendest du das Stück mit einer Kettmasche. Und dafür stichst du in die nächste Masche ein, holst den Faden und ziehst ihn durch die Schlaufe durch. Kannst das Ganze jetzt abschneiden und komplett durchziehen und das Stück ist fertig. Wenn du magst, kannst du jetzt die beiden Kugeln schon mal aneinander nähen und das funktioniert wirklich recht einfach. Du stichst halt in das eine Teil ein und ziehst den Faden durch, setzt es dahin, wo du es gerne haben möchtest. Und du kannst es auch vorher mit Stecknadeln befestigen, wenn es dir leichter fällt. Und dann stechen wir wieder in die größere Kugel ein, dann in die kleine ein. Möglichst da, wo auch schon der erste Stich war. Da habe ich auch immer so meine Schwierigkeiten, aber irgendwann funktioniert es. Und ziehe das Ganze wieder durch. Steche dann wieder in die größere Kugel ein und steche dann wieder in die obere Kugel ein. Und das geht dann immer so weiter. Und wenn du dann fertig bist, dann stichst du den Faden irgendwo durch und schneidest ihn ab. Und damit ist das Stück dann auch zusammengenäht. Jetzt machen wir weiter mit den Füßen und dafür habe ich wieder einen Fadenring mit 6 festen Maschen angeschlagen. Und jetzt wird jede Masche verdoppelt. Das heißt natürlich, in jede Masche kommen 2 feste Maschen. In der nächsten Runde wird dann jede 2. Masche verdoppelt. Das kennst du ja jetzt inzwischen. In die 1. kommt eine, in die 2. kommen 2 feste Maschen. Und das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Dann häkelst du 2 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Also 2 ganz normale Runden. Jetzt machst du 3 Abnahmen hintereinander weg, stichst also in die 1. ein, holst den Faden, stichst in die 2. ein, holst den Faden und ziehst ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Dann machst du noch eine Abnahme. Und dann machst du noch eine Abnahme. Und der Rest wird wieder ganz normal gehäkelt. Der Rest wird also in jede Masche eine feste Masche gehäkelt. Dann häkelst du eine ganz normale Runde, also in jede Masche eine feste Masche. Dann nimmst du jede 2. und 3. Masche zusammen ab. Das funktioniert genauso wie vorher. In die 1. kommt eine feste Masche, in die 2. stichst du ein, holst dir den Faden, in die 3. stichst du ein, holst dir den Faden und nimmst alles zusammen ab. Und das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt kannst du das Ganze auch schon ein bisschen ausstopfen und dann wird jede Masche zusammen abgenommen. Das kennst du ja bereits. In die 1. einstechen, Faden holen, in die 2. einstechen, Faden holen und durch alle 3 Schlaufen durch. Und das wiederholst du die ganze Runde lang und beendest das Stück mit einer Kettmasche.
jetzt machen wir die Arme. Und da hatte ich ehrlich gesagt ein paar Probleme, das aufzunehmen, weil die Wolle und die Nadel sich miteinander nicht so gut vertragen haben. Du beginnst aber jetzt mit 10 Luftmaschen. So funktionieren übrigens auch die Haare, einfach nur mit Luftmaschen und dann rannähen. Also ganz, ganz simpel. Da musst du nichts weiter für tun. Es sei denn, du hast eine bessere Lösung. Auf jeden Fall, wenn ja, dann lass es mich wissen. Wenn du jetzt die 10 Luftmaschen gemacht hast, dann machst du eine Kettmasche in die zweite Masche von der Nadel. Wie du siehst, hier haben wir mein Problem. Vielleicht hast du bessere Wolle dafür, ich hatte es nicht. Und dann machst du 4 Luftmaschen. Und dann machst du in jede Luftmasche eine Kettmasche. Wenn du das hast, dann machst du nochmal 3 Luftmaschen. Und machst auch hier in jede Luftmasche eine Kettmasche. Nee, diese Wolle. Und dann machst du eine Kettmasche in dieses vorige Stück. Ich glaube, du kannst es hier auch ganz gut erkennen, was ich meine. Und dann häkelst du nochmal in jede dieser Luftmaschen bis zum Ende eine Kettmasche. Am Ende beendest du das Ganze auch mit einer Kettmasche und kannst dann ganz einfach den Faden abschneiden. Lass ein längeres Stück hängen, damit du den Arm dann auch annähen kannst. Und damit ist der Arm dann auch fertig. Sollte am Ende ungefähr so aussehen. Ich hoffe, du hast das Prinzip verstanden, auch wenn ich es nicht richtig gut zeigen konnte. Und jetzt kannst du alle Teile aneinander nähen. Also, ich hoffe, du konntest schon sehen, wie ich das zusammengenäht habe. Und diese Kohlestücken habe ich auch aus Fimo gemacht. Wenn du es nicht aus Fimo machen möchtest, dann kannst du auch einfach 4 feste Maschen in einen Fadenring machen und mit einer Kettmasche schließen und dann eben diese Wollstücke rannähen. So, solltest du noch Fragen haben, Hilfe brauchen, dann frag mich sehr gern und ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst wieder.